1:1 der Endstand im zweiten Heimspiel unserer Austria gegen Altach in der noch so jungen Saison. Ein Ergebnis mit gemischten Gefühlen. Andy, am Ende ein 1:1. Ja, bitterer Ausgleichstreffer, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, für 60 Minuten, wir haben sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, wir haben das Tor verdient. Und dann für die letzten 30 Minuten, wir haben ein bisschen Kontrolle verloren. Und ja, es ist immer schwierig, wenn du der Ausgleichstreffer kassiert. Gemischte Gefühle. Einerseits, glaube ich, haben wir wenig zugelassen, bis auf ein paar Standards und eine Flanke, was denn faul war. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir nicht so gut klargekommen mit der Umstellung von ihnen dann auf die Viererkette. Und haben daher, glaube ich, verdientes Ergebnis. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir gut gespielt. Wenn natürlich auch nicht die großen Chancen gehabt, aber alles im Griff gehabt. Und zweite Halbzeit nach der Umstellung haben wir es auch gut gemacht. Defensiv eigentlich, aber offensiv halt leider nicht mehr gefährlich vors Tor gekommen. Ja, wir sind ab einem gewissen Zeitpunkt nach dem 1:0 zu passiv geworden. Waren nicht mehr so aggressiv in den Zweikämpfen. Haben uns ein bisschen zu weit nach hinten fallen lassen. Und trotzdem haben wir im Endeffekt nicht viel zugelassen. Also klar, da waren Tore, die dann Abseits oder Foul waren. Aber im Endeffekt haben wir nicht viel zugelassen. Dass es dann durch den Standard passiert, ist halt doppelt bitter, weil wir da eigentlich gut sind, defensiv als auch offensiv. Aber ja, ich sehe in der Kabine, dass jeder enttäuscht ist, was für mich ein extrem gutes Zeichen ist. Weil wir stehen hier nach 4 Spielen ungeschlagen immer noch. Klar hätten wir uns mehr erwartet, hätten gegen andere Mannschaften davor auch schon gewinnen können. Aber das zeigt, dass die Mannschaft mehr will und das sehe ich trotzdem auch als positives Zeichen. Lange hat man das Spiel dominiert, man hatte viel Ballbesitz, aber den Sack doch nicht zugemacht. Warum? Ja, erste Halbzeit, es war die letzte Pass, wir haben vermisst. Ein paar Mal, wir haben sehr gut gespielt und ja, der Final, die Finalbälle ein bisschen vermissen. Gefehlt. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt die großen Chancen hatten in der Zeit, aber ja, normal muss es einfach so runterspielen, wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben. Das haben wir heute leider nicht geschafft. Ärgerlich, aber ich glaube, vielleicht wird der Punkt noch später wichtig sein. Werden wir sehen. Und nächste Woche geht es schon weiter in Hartberg und da werden wir wieder alles dran setzen zu gewinnen. Ja, im Endeffekt. Am letzten Pass auch, am letzten Abschluss, die Präzision hat dann einfach gefehlt. Auch in der ersten Halbzeit schon hätten wir ein paar Dinger noch besser ausspielen können. Das haben wir nicht gemacht, haben den Sack dann nicht zugemacht, haben in der zweiten Halbzeit dann nach dem 1:0 auch zu wenig investiert. Ja, und dann muss man es trotzdem auch mal schaffen, das 1:0 über die Bühne zu bringen. Das haben wir leider auch nicht geschafft. Und dann kassiert man halt so ein unnötiges 1:1. Und das ist natürlich enttäuschend für uns, aber... Nichtsdestotrotz stehen wir nach 4 Spielen ohne Niederlage da und nächste Woche geht es dann schon wieder weiter. Nächster Gegner ist Hartberg. Was muss man in Hartberg anders machen, um dort 3 Punkte zu holen? Ja, wir haben schwer gearbeitet heute und in jedem Spiel in die Liga, wir müssen das bringen. Und so in Hartberg, wir müssen die gleiche machen und ein bisschen besser in der letzte Dritte. Hartberg ist auch gut drauf, glaube ich, spielen guten Fußball, genauso wie Altach. Altach haben wir halt und Hartberg auch die letzten Jahre immer erwischt, wo sie ein bisschen mehr einen Tief hatten. Jetzt ist es, glaube ich, eher ein bisschen andersrum, dass sie ein bisschen im Aufwind sind. Ich glaube, die Trainer machen dort einen guten Job, was man auch sieht. Und ja, wird schwer. In Hartberg ist es nicht leicht. Und man sollte auch nicht vergessen, dass wir immer noch Austria Klagenfurt sind und nicht irgendwie Sturm oder Salzburg, die jedes Spiel gegen jeden Gegner 4:0 gewinnen muss. Deswegen war das heute okay und nächste Woche wollen wir es trotzdem besser machen. Wir bereiten uns auf jeden Gegner gleich vor, mit derselben Intensität. Und nächste Woche Sonntag fahren wir nach Hartberg, um auch wieder 3 Punkte einzusammeln. Und das muss unser Ziel sein. Was es am Ende wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir so geschlossen auftreten, so kompakt stehen, offensiv noch den einen oder anderen Pass noch genauer an den Mann bringen, den Abschluss vielleicht noch präziser abschließen, dann haben wir dort auf jeden Fall die Chance auf 3 Punkte und das ist unser Ziel. Unsere Austria muss jetzt 2-mal auswärts ran, ehe wir am 16. September wieder zu Hause auf den LASK treffen. Spielbeginn ist dann wieder um 17 Uhr.